Einige wollen das vermutlich nicht mehr hören, aber der Winter kommt doch noch mal zurück. In der neuen Woche stellt sich die Wetterlage um, kalte Winterluft kommt zu uns. Die Nächte werden verbreitet frostiger und über Schneeflächen ist da locker auch strenger Frost mit um die minus 10 Grad möglich. Das Ganze haben wir folgender Wetterlage zu verdanken. Die stellt sich nämlich in der neuen Woche um. Ein mächtiges Hochdruckgebiet über Skandinavien lenkt, wir sehen es an der Farbe der Pfeile, kalte Luft aus Nordosten zu uns. Es wird also wieder winterlich, auch wenn zumindest fürs Flachland nicht wirklich viel Schnee berechnet wird, aber dennoch wird es frostig in den Nächten. Aber zuvor haben wir es jetzt erstmal mit weiteren Sturmtiefs zu tun. Das nächste kommt nämlich am Freitag auf uns zu, besonders an den Küsten und auch im Osten in den Mittelgebirgslagen. Da wird es ziemlich ungemütlich mit Sturmböen und dazu fällt teils kräftiger Regen. Also wieder ein ziemlich nasser und ungemütlicher Tag. Wir sehen, wirklich viel Sonnenschein ist nicht dabei, am ehesten vielleicht im äußersten Südwesten und auch an der Nordsee. Ansonsten ist es grau, windig und auch nass. Aber immerhin ist der Regen mild. Wir haben 10 bis 12 Grad im Westen. Im Osten ist es tendenziell ein bisschen kühler. Und an dieser Verteilung ändert sich auch am Samstag nichts. In den Mittelgebirgen nur 3 oder 4 Grad. Im Westen entlang des Rheins nochmal 10 bis 12 Grad. Und es ist zum Start ins Wochenende erneut ziemlich grau und nass. Wenig Überraschungen am Himmel. An den Alpen schneit es in den Hochlagen weiterhin kräftig. Und auch am Sonntag wird es dann wieder windig mit dem nächsten Sturmtief. Auch wieder der Norden und der Osten betroffen. An der Küste auf den Bergen wieder volle Sturmstärke. Im Süden deutlich ruhiger, aber auch hier wieder kräftige Niederschläge. An den Alpen schneit es weiter. In den Hochlagen kommen da jetzt dann bis Sonntag 1 bis 2 Meter Neuschnee hinzu. Die Lawinengefahr steigt an. Im Nordwesten zumindest ein paar Wolkenlücken. Und dann in der neuen Woche geht es mit den Temperaturen abwärts. Zunächst ist es auch noch leicht wechselhaft. Im Osten und im Süden kann auch etwas Schnee dabei sein. Wir sehen zum Beispiel am Mittwoch, da macht sich der hohe Luftdruck dann wohl mehr bemerkbar mit Sonne und Frost.